Beim ersten FC Kleve, der Verein hatte eigentlich von einer rosigen Fußballzukunft geträumt. Statt NRW-Liga sollten sportlich bessere Zeiten her. Und Grundlage dafür sollte eben das neue Stadion sein. Die Stadt war bereit, mit einem Millionenbetrag zu helfen. Der Verein, also der erste FC Kleve, konnte aber seinen finanziellen Anteil nicht komplett beitragen. Und so stoppte die Stadt die Zahlungen. Die Folge, das Stadion will und will nicht fertig werden. Das Stadion von Kleve. Ein Schmuckkästchen sollte es mal werden, doch die Träume von gutem Fußball und großem Event, sie sind zerplatzt. Statt schicker VIP-Räume für Sponsoren nur eine Baustelle und Bierbänke. Damit es weitergeht, braucht der Verein das zugesagte Geld der Stadt Kleve. Die hatte zuletzt gar nichts mehr gezahlt. Der Verein könne nicht nachweisen, dass er finanziell nachhaltig plant. Der Sprecher vom ersten FC Kleve hofft aber, dass diese Zeiten jetzt vorbei sind. Ja, so wie das Finanzkonzept abgesegnet ist und der Rat positiv entschieden hat, können wir hier weiterbauen. Dann fließt der zweite und im kommenden Jahr auch der dritte Teil des Zuschusses. Und dann haben wir zum Start in die nächste Saison ein super fertiges Stadion. Nur brauchen Kleve und sein erster FC wirklich ein schickes neues Stadion und soll dafür viel Geld ausgegeben werden? Die Meinungen in der Stadt sind geteilt. Bisschen viel, ne? Dafür, dass sie so schlecht spielen. Was soll ich davon halten? Ich meine, ich finde es gut, wenn die Stadt das machen würde, nur der Baum muss auch mal laufen. Da ich grundsätzlich Fußballfan bin, halte ich eigentlich sehr viel davon. Wenn die Herrschaften noch die entsprechende sportliche Leistung mitbringen, ist das Ganze in Ordnung. Dass nun seit über 2 Jahren ein Rohbau da steht, der auch weiterhin Geld kostet oder vielleicht zu einer Ruine ist, also da müssen doch mal schnellstens die Leute am Tisch, die auch da eben das Sagen haben. Fest steht, ohne Geld von der Stadt geht es nicht. Deshalb musste der erste FC Kleve dem Stadtkämmerer ein Wirtschaftskonzept vorlegen, um zu erklären, wie er die Schulden von rund 1 Million Euro wieder loswerden will. Das Konzept hielt einer Prüfung durch die Stadt aber nicht stand. Die Auszahlungsvoraussetzungen liegen derzeit nicht vor. Und zwar, weil die Treuhandpartner zu dem Schluss kommt, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ersten FC Kleve, was eben ein Teil der Zuwendungsvoraussetzung ist, derzeit nicht gegeben ist. Diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann laut Angaben des ersten FC Kleve nur durch die Gewährung eines Erbbaurechtes erreicht werden. Rettung durch Erbbaurecht? Der Verein möchte das Gelände für 50 Jahre auf dieser Basis bekommen, zusätzlich zum Geld von der Stadt. Erst dann gehe es auf der Stadionbaustelle weiter und erst dann gäbe es auch wieder Geld vom Hauptsponsor Volksbank. Das Erbbaurecht bringt den Verein in die Lage, dass eine Bank einen Kredit hier drauf eintragen kann. Es belastet die Stadt nicht monetär, sondern bringt uns in die Lage, liquide Mittel über eine Bank zu besorgen. Im Klartext, sollte der Verein das Erbbaurecht bekommen, hat die Stadt auf dem Bresserberg erstmal nichts mehr zu sagen, trotz millionenschwerer Finanzspritze. Bei Insolvenz des Vereins würden Gelände und Stadion nämlich an die Bank gehen. Ob die Stadt das wirklich will, entscheidet der Rat im November. Wie sie ihr Auto winterfest machen können.